Hallo! Mit eurem Super Headset Sniper geht's weiter in One Piece Unlimited Cruise. Meine Nase läuft? Nee. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ohne Umschweif zum Boss. Ja, why not? Ich werde wahrscheinlich eh nochmal einmal runterfallen oder so. Egal. Ja! Das ist eine uncoole Pose, irgendwie. Naja. Das hat Luffy besser geschafft. Und Zorro. Aber ich wollte euch ja noch was zeigen. Ja, wir haben eh genug SP. Was soll's? Lass mal schauen, wie es überhaupt geht. C und A. Okay. Geht das nicht? Wir haben nicht genug SP für das weiße Schaugepferd. Das ist doof. Das heißt, wir müssen Nami noch ein bisschen aufleveln. Na gut. Können wir danach im Endgegner machen. Leichte Ruckler hier. Das Spiel läuft übrigens nicht unbedingt mit der besten Framerate, die die Wii zu bieten hat. Ein bisschen logisch. Ich meine, gut. Das Spiel hat halt eine große Welt. Naja, egal. Aber eigentlich sollten die Entwickler das schon hinbekommen haben. Hallo. Aber leicht abgerollt, aber einen Treffer habe ich noch bekommen. Damit. Einsaugen. Ganz viele Toxine. Und Endgegner. Stopp. Das sind zu viele. Ah. Okay. okay, Aokichi und Spandam. ニコロビ、もう逃がしやし。お前の死で大事な仲間はここで全員死ぬ。お前は死ぬことでしか人を幸せにできねえんだよ。相変わらず、クズで不死穴だな、スパンダ。こいつは、その有り余る手で、すでに何人もの人間を救ってる。フランキー。何を美味しいとこ持ってってんだよ、フランキー。 Was hat das zu bedeuten? Okay, ich lasse das mal im Raum stehen. Ich würde ja jetzt mal anbringen, I've seen enough hentai to know where this is going, aber nee, das wäre unpassend. Vergesst's. Ah, mir sind gerade die Tränen in den Augen. Das ist so episch. Okay, Aokichi chillt da in der Ecke. Oh man. Oh je. Das fängt ja gut an. Bitte keine komplette Heilkapse. Also ich habe alles in die Tränke verwandelt. Na gut. Aua. Thunderball. Okay, weg. Du bist zu schwach. Nami leider. Sanji. CP9 Agenten. Cool. Dabam. Aua. No. Katiflam. So, einmal Zetschke. Du auch bitte. Aua. So, erstmal wieder heilen hier. Leider noch keine Superattacke mit ihm. Aua. Geh kaputt. Jedes anlegbare Item gibt dir eine andere Angriffskraft. Diese Items haben je nach Art unterschiedliche Effekte. Jo, deswegen ziehe ich mir jetzt mal kurz die Eisdinger an.
Bam. Einfach mal kurz einfrieren alle. Aua. Nein. Das dauert so lange. Damn. Der weicht aus. Der weicht mir bei allem aus. Damn you, Spandam. Hallo? So. Aua. Bam. Nice. Aua. Müssen wir jetzt beide nacheinander besiegen? Oder was ist hier der Deal mit diesem Endgegner? Ja, ich habe schon gemerkt, hier in Unlimited Crews die Endgegner dann schon ordentlich anders. Damit. Das war's mit Sanji. In der falschen Attacke meine Special-Attacke gemacht. Bam. Sehr nice. Einmal besiegt. Und nur einen Charakter verbraucht. Naja, mit Nami 2. Aokiji. Okay. Blub. Schluck. Ja. Aber das war's noch nicht, oder? Nico Robin. Aokiji. Okay. Und 1, 2. Ach. Gibt's keine Fernangriffe mehr diesmal? Offenbar nicht. 1, 2. Nico Robin ist immer noch recht gut gegen den. Ups, das war ein bisschen zu weit weg. Hallo? War... Ach, das macht immer noch die Fernattacke. Muss ich mir natürlich merken. 1, 2, 3. Damit. Aua. Okay, ich bleib lieber auf Entfernung. Ist ordentlich viel sicherer. Und immer wenn er das macht, muss ich mich wegbewegen. Nice. 1. Wow. Stark hier. Bin zu weit weg. Bam. Leider funktioniert das mit dem, nachdem ich schüttel, nochmal eine Aua. A-Attacke machen nicht ganz, weil der Gegner nicht an der Stelle ist. Zumindest die Bosse nicht. No. Damit. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Hallo. Du musst sterben. Sorry. Oh nein. Das war's mit Kati Fram. Aua. Aua. Brook. No. Oh man. Okay. Luffy. So. Luffy kann da eventuell die ein oder andere Sache ausrichten. Aua. No. Du kriegst mich nicht. Bam. Oh nein. Wow. Luffy hat's überlebt. Luffy ist King. Aua. Bam. Aua. Oh nein. 2. Oh, damit. Bam. Nice. Wow, Luffy hat's gerade noch so geschafft. Puh. Der war jetzt aber leichter als Dings. Warpool? Na, Warpool war eigentlich auch recht leicht. Oder? Ah, ich erinnere mich schon gar nicht mehr dran. Egal. Schluck, Gabri. Da-dum, da-dum-dum.
Sehr schön. Wow, ordentliche Rank-Ups hier gerade. Das hat ordentlich was gebracht. Waren ja auch zwei Bosse. Mir geht's genauso, Gabri. Genau, sehr schön gesagt. Ja, nächste Insel, letzte Insel. Vorletzte Insel, wenn man die Endgegnerinsel mit einbezieht. Wuhu! Ich habe einen weiteren Schlüssel fertig, dieses Mal für den ersten Stock des Hex. Das heißt also, dass wir jetzt den Aquarium bauen und in den Energieraum können, oder? Oh yeah, das Aquarium, ich werde es mit allen möglichen Fischarten voll machen. Yep, und ich habe die Schätze von den Prüfungen aufs Schiff geladen. Wow, Frankie, du hast zwei Schätze auf einmal getragen? War doch nichts, aber meinetwegen kannst du mich großer nennen, wenn dir danach ist. Wie dem auch sei, wenn wir alle soweit sind, sollten wir die Segel setzen. Untersuche den Deckel des Aquariums im zweiten Stock des Hecks und dann kannst du selbst Fische hineinfüllen. Okay, ich denke mal, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, das können wir noch machen. Das Aquarium, hier. Hier können wir nämlich Fische hineinfüllen, nicht, dass wir Fische hätten, aber wir könnten sie hineinfüllen. Werde ich wahrscheinlich ein paar reinmachen. Why not? Ist ziemlich cool eigentlich. Da können wir noch nicht rein. Nee. Können wir da rein? Wow, ich habe sie aufgeschlagen. Schatz. Goldene Kugel. Ich habe sie wieder aufgeschlagen. Nein. Hier rein. Ist da noch irgendwas? Nope. Und da geht's wieder raus. Yep. Sehr schöne Architektur. Alles richtig schön logisch. Okay, wo wollen wir jetzt? Wo ist denn der zweite Schatz erstmal? Ach, da. Ach, das sind die beiden Schätze, okay. Huch. Goldene Kugel. Und Erholungsmedikament. Juhu, die zweite Wiederbeleber. Sehr schön. Runter da, Luffy. Da können wir auch rein. Ist das Umkleidezimmer richtig? Ja. Ach genau, das ist Datenbank. Boah, fehlt noch einiges. Aber wir haben schon auch schon einiges. Wobei, hier waren es ja noch zwei Fragezeichenblöcke. Das ist gerade spontan gar nicht, was es ist. Nicht spoilern. Möchte ich selber rausfinden. Okay, was machen wir jetzt noch? Mal schauen, was wir noch kochen. Nope. Dokumente. Why not? Bam! Pulver, das bei Berührung die Temperatur senkt, ermöglicht Einfrieren der Gegner. Hätten wir gerade eben gebrauchen können, fällt mir so gerade so spontan auf. Ach, Giftkugeln, genau. Können wir alles eigentlich ganz gut gebrauchen. Ich würde sagen, wir setzen die... Nee, warte, erst schaue ich mal kurz an, Mission. Hier gab es noch einiges, ja genau... Golden und Bambus, das sollten wir hinkriegen. Das können wir jetzt auch machen. Da brauchen wir immer noch das Tier, wo ich eigentlich schon längst weiß, wo es ist. Und auch Tier. Sollten wir mal machen. Ja. Ich würde sagen, das kriegen wir noch in der Episode hin. Also. Segel setzen. Waldinsel.
Ja. Jojo. Zeit sparen. Sehr schön. Okay, wie machen wir das am besten? Ups, falscher Knopf. Sorry. Okay, Mission. Wir brauchen noch ein goldenes, ein Bambus. Okay. Füttern. Ein goldenes, please. Das brauchen wir, glaube ich, eh noch. Ach, wir haben noch goldene Kugel. Und ein Bambus. Das finden wir auf der Insel sowieso. Schupp. Gehen wir gleich mal. Jetzt nur, welcher Weg ist das? Das ist die gute Frage. Ich gehe erstmal hier hin, weil es hier Bambus gibt. Wuhu! Das ist eine epische Pose. Spring. Nein, ich war zu spät. Spring. Juhu. Sehr schön. Ich möchte aber eigentlich nur... so. Zorro rausholen. Einmal kurz reinschneiden. Und dann... Perfekt. Hier entlang. Können wir nicht einfach hier runterspringen? Geht das schneller? So. Musik abgebrochen. Das wollen wir auch noch mitnehmen. Wenn wir gerade da sind. Schupp. Sehr nice. So. Genau, hier dem Weg folgen. Wuhu. Kein Eis mehr. Wir können wieder rennen. Das Eis, die Eiscreme hat aber auch weniger gebracht, als ich mir irgendwie erhofft hatte. Naja. Wuhu. So. Und dann hier entlang, richtig. Genau. Wir hier hoch. Boing. Hoch da. Ups. Kletter. Ach, eine Kubagata. Nice. Hier. Gibt es aber nichts Besonderes eigentlich an sich. Okay. No. Nein. Damit. Was ist hier? Hier ist nichts. Vielleicht taucht hier mit unter Umständen mal ein besonderes Insekt auf, aber im Moment ist da noch nichts. Na gut, Nektar. Und zurückschießen lassen. Das ging doch schneller. Moin. Nice. Schupp. Auf die Golden Sunny. 1000 Sunny. Golden Sunny? Wie komme ich jetzt darauf? 1000 Sunny. Sorry. Dup. Ich würde sagen, das war's von dieser Episode mit eurem Headset Sniper. Wenn euch die Episode gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like hinterlassen. Wenn sie euch sehr gefallen hat und ihr keine Episode mehr verpassen wollt und ihr mir noch kein Abo spendiert habt, dann könnt ihr das gerne tun. Das unterstützt mich wirklich sehr. Ansonsten. Alle Meinungen, Kritik, Kommentare in die Kommentare. Wer hätte das gedacht? Bis dann. Viel Spaß mit meinen anderen Let's Plays. Euer Headset Sniper. Ciao.